Warum ein Pferd frisst den Pinguin? Oh, lecker! Also, hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja, zum dritten Adventswettbewerb als erstes wünschen wir euch natürlich allen einen dritten Advent. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr so macht an diesem dritten Advent. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir heute einen Weihnachtsbaum holen gehen. Und ja, leider konnten heute nicht alle dabei sein, alle Teilnehmer. Deswegen haben wir uns eine andere Lösung überlegt. Trotzdem freue ich mich, dass ja, drei der Teilnehmer jetzt gerade hier in Star Stable stehen und wir zu... Wie viel sind wir in dem TS eigentlich? Ja, wir sagen das immer, fragt mich nicht. Dass wir jetzt zu fünft im Discord Sprachchat sind. Und ja, heute geht es um Komplimente. Und zwar hatte ich am Anfang echt die Idee gehabt, dass die Leute weiterkommen, die den meisten Leuten hier Komplimente machen. Ich hatte das ja schon mal in einem anderen Video gemacht. Letztes Jahr ist oben auf dem i-Punkt verlinkt. Aber aufgrund der Tatsache, dass eben, dass wir keinen wirklichen Termin gefunden haben, wo alle können, gibt es was anderes. Und zwar haben wir alle Leute, die ja jetzt nicht da sein können, und die es gesehen haben und Muse dazu hatten, Komplimente geschickt. Und die Leute, die jetzt hier mit im Sprachchat sind, ja, werden die Komplimente gleich selbst vorlesen. Und wir, also die anderen Teilnehmer, muss die sich jetzt in uns reinstellen. Ja. Also alle anderen Teilnehmer werden dann dieses Kompliment mit Punkten bewerten, nach der Originalität und wie nett das ist, von 1 bis 10 Punkten. Und ihr in den Kommentaren habt auch die Möglichkeit, das Kompliment zu bewerten. Ich werde das Kompliment einzeln immer einblenden, mit einer Nummer dahinter. Und ihr könnt euch die Nummer dann merken und in den Kommentaren sozusagen schreiben, ja, ich bewerte... Mit Jane ist das. Und könnt dann in den Kommentaren schreiben, ich bewerte Kompliment 1 mit so und so viel von 10 Punkten. Und die Leute, die die meisten Punkte haben auf ihre Kommentare, ja, auf ihre Komplimente, kommen dann am Ende in die letzte Runde. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an und suchen uns mal einen anderen Ort, bitte. Weil ich habe das Gefühl, wir stehen hier dezent im Weg. Wer möchte denn anfangen mit seinem Kompliment? Ari! Ja! Gut, Ari, dann nenne mal dein Kompliment. Also du kannst das schon sagen, ne? 2000 Jahre später. Sorry, meine Mutter ist gerade angekommen. Okay. Du wirst von Tag zu Tag hübscher und siehst heute schon aus wie nächste Woche. Okay, dann überlegt euch mal eine Punktzahl und wir bewerten das Ganze dann. Okay, also ich würde dem Kompliment 7 Punkte geben von 10. Weil ich finde, also es ist kreativ, aber irgendwie, ich finde, es ist, du warst von Tag zu Tag hübscher und siehst jetzt schon aus wie nächste Woche. Es, ja. Ich weiß nicht, man kann es halt auch negativ verstehen. Ich finde, es hat so einen negativen Unterton, weiß ich nicht. Ich würde ihr tatsächlich auch eine 7 geben, aus demselben Grund wie Caro, weil es könnte ja auch sein, dass die Person dann zwar wie kann man das schleppen? In einer Woche schön aussieht und danach nicht mehr, weil die Woche schon um ist. Von mir bekommst du eine 9 von 10, weil ich dieses Kompliment einfach so süß finde. Oh. Und? Jasmin? Also ich ist keine Punktzahl. Tut mir leid. Ah, eine 8, okay, gut.
deine Augen leuchten so strahlend wie die Sonne und immer wenn ich dich sehe, bin ich geblendet von deiner Schönheit. Oha, oha, oha. Willst du noch deinen Namen sagen kurz? Dina Polartiger, also Ruby Stone Hurricane jetzt. Ey, das klingt wie so ein Gedicht oder sowas. Ja. Ich finde, es ist schön, aber es ist auch etwas basic, also ich gebe eine 8. Also ich finde, es reimt sich halt nicht, aber es hat so einen... Oh Gott, ich... Ja, ich bin Deutsch-Leistungskurs und wir mussten gerade ein Gedicht analysieren. Es hat einen schönen Rhythmus. Und deswegen gebe ich 9. Aber ich kriege eine 7. Ja, du hattest halt keinen Rhythmus. Dann? Also ich finde das auch wunderschön. Und es hat halt auch so ein Gedichtsflair irgendwie so mit sich. Und deswegen würde ich dir eine 9 geben. Und, Jasmin? Eine 9, okay. Dein Humor ist wunderschön und du zauberst mir immer ein Lachen auf mein Gesicht, wenn ich traurig bin. Das ist schon ein bisschen basic. Also ich glaube, ich gebe 8. Ich finde es zu assi sein. Ich gebe eine 7. Okay. Jasmin auch eine 7. Ich gebe dir eine 8. Wunderschön, wunderprächtig. Jasmin, du kannst dein Kompliment schreiben. Wenn du schreiben kannst, wenn nicht, dann schickst du es über Discord. Okay, also, okay. Ich würde es mal vorlesen. Immer wenn ich in deine wunderschönen Augen sehe, dann wird mir warm ums Herz. Hat einen schönen Flow. Eine 8. Ich glaube, ich gebe auch eine 8. Also ich bin eine 7. Oha. Na. Okay, das nächste Kompliment ist von Katja Lopai, die jetzt ja leider nicht mitmachen kann hier live. Deswegen hat sie das Kompliment geschrieben. Und zwar, du bist unendlich nett, hast einen genialen Humor und mit dir kann man Spaß haben. Ich finde es ist schön, aber nicht schön. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich denke mal, dass man schöne Dinge mit ihr machen kann. Also, weiß ich nicht, wenn dir zum Beispiel Spaß macht ins Kino. Ey, nein, so ist das nicht gemeint! Zum Beispiel ins Kino gehen oder einen Film gucken oder was zusammen backen oder sowas. Alter, jetzt hör auf! Deswegen gebe ich 8 Punkte. Du bekommst eine 7 von mir. Eine 6. Eine 6. Packe kann das wohl. Ich habe eine 6. 8. Okay, das nächste ist, du bist wunderbar, du bist perfekt, es ist schön, dass es dich gibt, von Nelly. Ist ganz schön, etwas basic, also 7. Also ich finde es auch ein bisschen basic tatsächlich, deswegen würde ich auch nur eine 7 geben. Mhm. Obwohl ich weiß auch halt nicht, ob man das mit Aries vergleichen kann, weil Aries war auch eine 7 und Aries war aber schon krass. Komplexer. Deswegen gehe ich, glaube ich, bei einer 6 mit. Oh, okay. Also ich finde, es sind schöne Komplimente, aber es geht ja hier um Komplexität und um Originalität. Okay, das letzte Kompliment ist von Charlie Lightball. Und das ist ein sehr langes Kompliment, was ich auf jeden Fall schon mal positiv finde. Und zwar, hey, weißt du da draußen, was mir gerade den Tag verschönert hat? Nein? Dann liest das dritte Wort nochmal. Was in dem Fall du ist. Habe ich auch deinen Tag etwas aufgehellt? Das hoffe ich nämlich. Schließlich will ich nicht 1000 Komplimente eintippen, da die Wahrheit einfach ausreicht. Okay, ich finde das mit dem Du, das machen wir ganz auf Instagram, aber es ist trotzdem schön, also ich habe eine 8. Sie hat noch was drunter geschrieben, aber das ist halt jetzt Alter! es tut mir leid, aber es stört gerade ein bisschen. Ich mache dich auf jeden Fall danach wieder runter, nach dem Video, Saline. Also sie hat noch was Liebes hinterhergeschrieben, was jetzt an mich gerichtet ist. Aber ich denke, das tut jetzt dem Wettbewerb nicht zur Sache. Trotzdem vielen Dank, Charlie, dass du das geschrieben hast. Und es freut mich wirklich, sowas zu lesen. Ich würde dir eine 9 geben.
Ich schließe mich an mit der 9. So, das war's dann mit dem Video. Schaut auf jeden Fall nächste Woche beim 4., jetzt hätte ich fast 24. Advent gesagt, aber es ist ja der 4. Advent. Schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei, um zu sehen, wer denn den ganzen Wettbewerb überhaupt gewinnt. Und ja, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, welche Punkte ihr den einzelnen... da war sie weg jetzt. welche Punkte ihr den einzelnen Komplimenten gegen. Alter, was ist los? Geben würdet. Und ja, dann wünschen wir euch allen noch einen schönen dritten Advent und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao!